Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Black Mirror 3. Ja, wir sind zurück bei der Kirche von Wormhill, denn wir wollen jetzt den Exorzismus durchführen, um Darren endlich von Mordred zu befreien. Wir haben, ja, Mordreds Buch geholt. Und ich sag mal so, das sollte ihn eigentlich schon jetzt irgendwie wütend machen, dass wir das jetzt besitzen und nicht mehr in seinem Ritualraum das Ding rumliegt. Und ich sag mal, sonst haben wir ja auch so ein paar Informationen über Mordred, haben wir ja schon aufgrund dessen, dass er Darrens Körper irgendwie so bewohnt. Ich hoffe, dass das ausreichend ist. Deshalb werden wir einfach mal mit Valentina und Vater Frederik sprechen, ob das jetzt so geht. Ah, Adrian, da bist du ja. Ja, anwesend. Okay, jetzt können wir nochmal mit den beiden sprechen. Dann sollten wir das vielleicht auch tun. Ich habe mit Valentina vorerst alles geklärt. Okay, dann nur mit Vater Frederik. Vater Frederik? Mein Sohn? Mordreds Buch und Mordreds Frau. Ja, dann sprechen wir doch erstmal über Maria. Mordreds Frau hieß Maria. Ah, das ist gut zu wissen. Das sind weltliche, familiäre Dinge. Damit können wir Mordred sicher ansprechen. Vor allem, wenn er sie geliebt hat. Naja, er hat sie ermordet. Mit einem Schwert. Oh, das ist hervorragend. Für unseren Zweck, meine ich. Ist das alles, was du herausgefunden hast? Nein, ich weiß auch noch, dass er einen Sohn hatte, der Damien hieß. Und keiner so genau weiß, was mit ihm eigentlich passiert ist. Wahrscheinlich hat er den auch umgebracht. Ich meine, könnte man ja auch mal anbringen. Aber wir haben auf jeden Fall noch sein Buch. Ich habe ein Buch gefunden, das Mordred gehörte. Allerdings sind die Seiten alle leer. Woher weißt du denn, dass es ihm gehörte? Ich habe es aus seinem Grab. Damit können wir seine Aufmerksamkeit von dir ablenken. Gib es am besten mir. Damit hätten wir genügend Informationen. Okay. Und wie soll das jetzt ablaufen? Leg dich einfach hier hin und vertraue in Jesus, unseren Herrn. Miss Antolini, nehmen Sie auf? Dies ist der Exorzismus von Adrian Gordon. Anwesend sind Vater Frederick, amtierender Pfarrer der Kirche von Wormhill, als ausführender Exorzist und als Zeugin und Ärztin Priorin Valentina Antolini. Es hat begonnen. Lasset uns beten. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Glorreicher Fürst der himmlischen Heerscharen, heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Fürsten und Mächte, gegen die Häupter dieser Welt der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in den Lüften. Komm den Menschen zu Hilfe, die Gott nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen und um hohen Preis aus der Tyrannei des Teufels erkauft hat. Wir kennen deinen Namen, Dämon, der du dich Mordred nennst. Lasse ab von Adrian. Ich befehle es dir im Namen unseres Herrn. Beuge dich, unreiner Geist. Mordred, der du dich schuldig gemacht hast zu Lebzeiten und darum schuldig bist über den Tod hinaus. Geh in die Hölle, in die du gehörst. Gehe ins Fegefeuer, in dem du brennen sollst. Sünder, für alle deine Taten. Siehe das Kreuz des Herrn. Mordred, der du die Waffe erhoben hast gegen deinen Bruder Markus, der du deine Frau mit der Klinge deines Schwerts ermordet hast. Maria, deren Seele seitdem keine Ruhe findet. Siehe das Kreuz des Herrn. Schuldig bist du, Mordred, und schuldig wirst du immer sein. Beuge dich der Strafe Gottes. Lasse ab von Adrian und gehe dahin, wo du die Strafe Gottes empfangen kannst.
Pater Frederick! Ich habe ihn gesehen. Er hat zu mir gesprochen. Es ist der falsche Ort. Er kann hier nirgends hin. Nicht aus seiner Welt. Oh, Vater. Adrian! Adrian, wach auf! Danke nochmal, dass Sie mir geholfen haben, Adrian ins Schloss zu bringen. Aber natürlich, Miss. Kann ich sonst noch etwas tun? Im Augenblick nicht. Dann werde ich morgen wieder vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Solange Adrian schläft, sollte ich den Erzbischof über die aktuellen Geschehnisse in Kenntnis setzen. Oh Mann, und ja... Der Fluch und die Bekämpfung des Fluches hat ein weiteres Opfer verlangt, nämlich Vater Frederick. Er hat den Exorzismus nicht überstanden. Adrian scheint ja noch zu leben. Aber ja, ist jetzt die Frage, geht es irgendwo anders? Ich meine, Vater Frederick hatte ja gesagt, er hat mit ihm gesprochen, meinte er zu Mordred. Und das ist der falsche Ort, also wir müssen irgendwo anders das nochmal durchführen? Oder ja, ist Mordreds Geist einfach so stark, dass das so nicht funktioniert? Ich muss das jetzt sowieso nochmal ganz kurz so ein bisschen alles rekapitulieren. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Moment, wo mal so ein bisschen ruhiger ist alles und wir ja in der Haut von Valentina Antolini stecken. Auch interessant. Aber jetzt nur mal so zur Zusammenfassung. Wir haben das große Schattenportal. Das ist ein Portal in, keine Ahnung, die Dämonenwelt oder so und ist aber gleichzeitig der Black Mirror. Ja, also Schattenportal und Black Mirror müssen ja eigentlich das Gleiche sein. So habe ich das verstanden. Also dieses große Portal, das befindet sich irgendwo unter dem Schloss. Und den Zugang dazu hat Marcus Gordon verschlossen, versiegelt. Auch das haben wir schon gehört. Und irgendwo da unten hat er ja auch Mordred getötet. Also wenn ich das jetzt richtig sehe und verstanden habe von dem, was wir jetzt gehört haben, es gibt dort den Black Mirror. Mordred ist irgendwie in dessen Bann geraten, denn der Black Mirror muss ja schon vorher da gewesen sein. Wir haben gehört, dass Mordred vorher ein gutes Verhältnis zu seinem Bruder und auch zu seiner Frau hatte. Und erst seitdem die sich hier in der Gegend niedergelassen haben, hat er sich halt verändert. Das heißt, der Black Mirror muss schon da gewesen sein, hat Mordred verändert. Und daraufhin hat er da was auch immer für dunkle Rituale durchgeführt, bis Marcus ihn vor dem Black Mirror getötet hat. Und dann hat er da irgendwie drüber die Kapelle errichtet und das liegt aber alles unter Black Mirror Castle, weil das Schloss wurde dann da nochmal drüber gebaut. Irgendwie so habe ich das verstanden. Das heißt, in den Katakomben unter dem Schloss irgendwo müsste sich diese geweihte Kapelle von Marcus befinden, die er dort errichtet hat und auch geweiht hat, um sozusagen die dunklen Mächte des Black Mirrors in Schach zu halten. Und wenn man da irgendwie... Von dort müsste man dann theoretisch zum Black Mirror gelangen. Das heißt, dort unten ist auch irgendwo, also Marcus hatte ja auch geschrieben, er hat seinen Bruder beigesetzt in dieser Kapelle. Das heißt, dort müssen Mordreds sterbliche Überreste sein. Vielleicht ist das der Ort, an dem der Exorzismus durchgeführt werden muss.
aber das werden wir vielleicht noch rausfinden. Okay, das ist also jetzt diese ganze Thematik Schattenportal Black Mirror. Und wie gesagt, das muss schon vorher da gewesen sein, sonst würde das mit den Druiden auch jetzt wenig Sinn machen, dass der ihr Totenritual diese schwarzen Kugeln erzeugt, die einem irgendwie Zugang geben, zumindest zum Ritualraum. Was es jetzt mit dem auf sich hat, finde ich dann auch schwierig einzuordnen, weil, also es kommt einem halt so vor, als wäre das so ein bisschen, also es ist nicht mehr auf dieser Welt, weil du kommst durch diese Portale, durch die kleinen Portale, kommst du in den Ritualraum, wo Mordred ja offenbar auch irgendwelche schwarzmagischen oder was auch immer für Experimente durchgeführt hat. Deshalb, dieser Zusammenhang ist für mich jetzt noch so ein bisschen unklar. Warum gibt es 5 Portale, die bitte in den Ritualraum führen? Ich meine, sind die von Mordred angelegt worden? Und dann wurde, ja, aber keine Ahnung. Oder das macht aber auch wenig Sinn, wenn das mit diesen Druidenkugeln zu tun hat. Oder sind das, und die Menhire stehen ja auch um diese Eingänge drumherum. Oder, ja, sind das tatsächlich schon Sachen, die aus der Zeit der Druiden stammen und Mordred hat sich Zugang dazu verschafft? Ja, also das finde ich alles noch so ein bisschen, ja, schwer zuzuordnen und irgendwie logisch zu erschließen, was da jetzt genau die Zusammenhänge sind. Und dann ist natürlich die Frage, warum hat man halt nicht schon vorher irgendwie versucht, diese Zugänge zu zerstören? Also, ich meine, warum soll ich denn 5 von diesen Dingern bewachen? Wenn ich es halt auch, ich meine, jetzt sind die ja auch alle verschüttet letztlich. Also so ein bisschen strange ist das halt schon. Aber ja, deshalb, da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen der Zusammenhang, wie das jetzt dann, ja, was jetzt der Sinn dahinter ist. Warum da nicht vorher schon mal jemand versucht hat, irgendwie was zu tun. Ich meine, kann ja auch sein, dass man die nicht so zerstören kann und dass das halt einfach nicht funktioniert, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es schon mal jemanden gibt, der es probiert hätte. Und was ist dann eigentlich mit Samuels Portal? Ich meine, er ist auch durch irgendein Portal gegangen, das in den Ritualraum geführt hat. Das muss dann ja eigentlich nach der Theorie eins von diesen Portalen sein, die wir abgeklappert haben mit Darren. Eins von den 5. Allerdings hat er ja den Zugang dazu auch unter dem Schloss gefunden. Aber es kann nicht das große Schattenportal sein oder der Black Mirror, weil das wäre sicherlich irgendwie auffällig gewesen. Außerdem denke ich, ja, kommt man über das Schattenportal bzw. den Black Mirror sicherlich nicht in den Ritualraum. Also da fehlen wieder so ein bisschen die Zusammenhänge zum ersten Teil und es ist alles recht verwirrend, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass sich das noch so ein bisschen gibt, dass das so, ja, für mich ein bisschen logischer wird. Aber mal sehen. Wir werden uns jetzt erstmal mit Valentina zum Telefon begeben, glaube ich, und den Erzbischof anrufen, wie sie es schon gesagt hat. Eure Exzellenz, hier spricht Priorin Antolini. Es hat Komplikationen gegeben. Der Exorzismus ist fehlgeschlagen. Wir... Nein, ich glaube nicht, dass es daran lag. Ja. Ja, aber das macht nur Sinn, wenn der Dämon unbekannt ist. Richtig, Eure Exzellenz. Wir haben seine Macht unterschätzt. Vater Frederick ist tot. Er wurde durch den Raum geschleudert. Ich... In Ordnung. Nein, dem Hüter geht es den Umständen entsprechend gut. Ja, Eure Exzellenz, ich verstehe. Ich denke auch, dass der Ort entscheidend ist. Der Hüter hatte eine Darstellung Pikten-ähnlicher Glyphen bei sich, dieselben, wie sie auch auf dem Schattenportal eingraviert sind. Genau dahin muss der Dämon zurückgetrieben werden. Ja, in den Black Mirror hinein. Es wird kein Problem sein, bis dorthin zu kommen. Den Dämon selbst drängt es zum Spiegel. Er wird von ihm angezogen, wie ein Magnet. Er wird uns bis dahin keine Schwierigkeiten bereiten. Im Gegenteil, Hüter und Dämon werden schwer auseinanderzuhalten sein.
Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Aber Eure Exzellenz, dieser Mann ist wahrscheinlich der Einzige, der diese Aufgabe erfüllen kann. Ja. Gibt es denn eine Alternative zum Exorzismus? Selbstverständlich werde ich das... Also gut. Zuerst muss ich den Zugang in die Katakomben unter dem Schloss finden. In den Aufzeichnungen wird eine Kapelle erwähnt, die dort unten zu finden ist. Dort vermute ich den Black Mirror. Ja. Ja, danke, Eure Exzellenz. Danke. Gut, solange Adrian schläft, kann ich schon mal nach dem Eingang suchen. Geheimgänge in alten Gemäuern haben meistens die Eigenschaft, nicht ganz luftdicht versiegelt zu sein. Das könnte mir helfen. Okay, das war bestimmt jetzt schon mal ein Hinweis. Denn, wenn Inventar, ja, haben wir. Dann muss es ja irgendwie einen Luftzug geben, den wir hoffentlich dann spüren. Oder mit Streichhölzern tatsächlich sichtbar machen können. Das heißt, damit haben wir schon mal die Gegenstände, die wir brauchen, um diesen geheimen Eingang zu finden. Vermutlich ist er irgendwo im Keller, würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt denkt, wir müssen irgendwie in die Katakomben unter dem Schloss. Ist gleich der tiefste Punkt des Schlosses erstmal kein schlechter Ort, um dort zu suchen. Sondern mal schauen, der ist sicherlich nicht ganz ungefährlich. Wir haben ja von Greg gehört, dass dort alles unter Wasser steht und Stromkabel frei rumliegen. Macht sich natürlich dann nicht so gut. Und mit meiner Vermutung lag ich dann offenbar gar nicht so schlecht, dass wir also dorthin müssen, wo Mordreds Überreste sind und auch zum Black Mirror. Das heißt, wir müssen diese Kapelle finden, die Marcus dort errichtet hat. Und dort irgendwo wird sich auch der Black Mirror befinden. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz, was wir hier eigentlich für Gegenstände haben. Der ist für den Notfall, falls... Naja, Mordred mich angreift. Okay, gut, dann haben wir natürlich auch keinen Hüter mehr, ne? Wenn sie dann Darren einmal umbringt. Ich habe das Diktiergerät während des Exorzismus laufen lassen. Ich habe kein Wort verstanden, obwohl ich einige Sprachen verstehe, aber das muss eine sehr, sehr alte Sprache sein. Das war auf jeden Fall ein Ausschnitt aus Mordreds Beschwörungsformel. Warum wurde die denn dort jetzt gesprochen? Von wem vor allem? Von Mordred dann selbst, oder wie? Ich habe das Diktiergerät während des Exorzismus laufen lassen. Okay. Ich habe kein Wort verstanden, obwohl ich einige Sprachen verstehe, aber... Ist okay. So, dann haben wir Ihre Streichhölzer. Streichhölzer. Ich habe sie aus einem Café in London, bei dem ich vor ein paar Tagen war, um den Erzbischof zu sprechen. Okay. Die Bibel natürlich. Die Bibel hat mir viel Kraft gegeben, wenn ich sie brauchte. Ich finde, jeder sollte sie mindestens einmal gelesen haben. Ja, komplett gelesen habe ich sie jetzt noch nicht, aber auszugsweise ist es auch schon was wert, oder? Und die Gordon-Akte, das könnte natürlich interessant sein. Mal sehen, was da drin steht. Die Akte der Gordons aus dem Archiv des Vatikans. Der letzte Eintrag ist von 1923. Dort ist die Übergabe des Hüterpostens an Victoria Gordon vermerkt. Ganz vorn in der Akte ist die Kopie eines Briefs von Marcus Gordon. Darin steht, dass der Zugang zum Schattenportal mit einem Altar verschlossen wurde. Die unterirdische Kapelle wurde geweiht und hält die Schatten davon ab, in die Katakomben einzudringen. Genau, das müsste der Brief sein, den wir gefunden haben bei dem ganzen Geld. Aber Victoria als Hüterin macht jetzt für mich nicht so viel Sinn. Hatte Valentina nicht gesagt, dass nur Gordons die Hüterposition einnehmen dürfen? Victoria ist doch keine gebürtige Gordon, die ist doch angeheiratet. William ist ja der Gordon sozusagen in der Beziehung gewesen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es hier irgendwie mit, sag ich mal, in diesen alten Adelsfamilien spielt ja auch die Heirat unter Verwandten sicherlich eine Rolle.
Aber es wäre jetzt das erste Mal, dass ich davon höre, dass Victoria irgendwie die Hüterin wäre. Ich meine, es macht auch hier in Black Mirror 2 und 3 irgendwie mehr Sinn, dass sie diese Funktion hat, weil sie sich irgendwie anders gibt. Aber zum Beispiel Black Mirror 1, sie hat ja Samuel sogar noch überreden wollen, wieder ins Schloss zu ziehen. Es müsste ihr ja als Hüterin bewusst sein, dass das sicherlich gefährlich ist und das vielleicht nicht sinnvoll ist. Außerdem hat sie dort also von dem Fluch wenig Ahnung gehabt. Zumindest hat sie so getan. Es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, an ihrer Position dann zu verhindern, was William dort eigentlich macht und diese Seelenschlüssel zu sammeln, um damit überhaupt erst, keine Ahnung, das Ritual zu ermöglichen. Deshalb, schwierig, passt jetzt nicht ganz so gut zusammen. Ich würde jetzt gerne eigentlich nochmal den Stammbaum angucken. Der Stammbaum der Gordons. Viele der Frauen waren Hüter. Isabella, Emily, Rose, aber auch Marcus, Albert und Durkheim. Von denen gibt es Aufzeichnungen in der Vatikanbibliothek. Es gibt ja den Stammbaum auch auf der Rückseite von der Spielepackung. Jetzt gucke ich da nochmal drauf. Okay, es lässt sich jetzt hier irgendwie schwierig definieren, ob die in irgendeiner Form miteinander, verwandt, über Generationen natürlich. Ich meine, wenn Mordred mehrere Kinder hatte, verzweigt sich das natürlich. Und dann, sag ich mal, wenn der Urgroßvater von beiden zum Beispiel Brüder waren oder so, dann ist das jetzt natürlich kein Verwandtschaftsverhältnis mehr so richtig. Aber, also hier könnte es tatsächlich sein, dass sowohl William als auch Victoria aus unterschiedlichen Zweigen der Marcus-Linie stammen. Obwohl es insgesamt hier irgendwie merkwürdig dargestellt ist, finde ich. Weil Richard und William waren doch Brüder. Oder nicht? Aber warum hat dann Richards Blut nicht funktioniert, als Angelina das funktioniert hat? Oder war er doch kein Gordon? Aber ich glaube, hier wurde gesagt, dass Richard und William Brüder wären. Obwohl es im ersten Teil immer eher so wirkte, als wäre Eleanor die, also, sag ich mal, aus von Geburt an Gordon gewesen. Ja, wie gesagt, aber hier ist das jetzt auch nicht ganz so ersichtlich, wer da wie jetzt verwandt ist und wer eigentlich das Kind ist von den Leuten, die da drunter stehen. Also es ist alles möglich. Sagen wir es mal so. Aber gut. Das brauchen wir jetzt auch nicht weiter diskutieren. Ich finde an sich, finde ich es ganz cool, wenn Victoria diese Rolle hätte. Aber es passt nicht zu ihrem Verhalten aus dem ersten Teil. Aber gut. Ja, die Zeit ist jetzt an der Stelle aber auch um. Deshalb werden wir uns dann hier genau umschauen und das Schloss nochmal auf den Kopf stellen in der Suche nach dem Eingang in die Katakomben. Also bis dann. Tschüss.